Seid gegrüßt und recht herzlich willkommen zur nächsten Nachfeierabendtour. Diese habe ich jetzt spontan gestartet, die Aufnahme. Ich hatte eigentlich gar nicht vorgehabt, überhaupt zu filmen. Wie schon auf der letzten Nachfeierabendtour, die gar nicht verfilmt wurde. Lass mal überlegen, die letzte verfilmte war ja hier, wo ich über Rammstein gesprochen habe. Leute, ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, wo das war. Bin nur noch unterwegs in Deutschland. Momentan ist wirklich Wahnsinn. Hätte ich meine Aufzeichnungen nicht, könnte ich das gar nicht alles rekonstruieren, wo ich gewesen bin. Ja, letztes Mal, wo ich nicht gefilmt hatte. Leute, wo war ich denn da? Auf jeden Fall bin ich 1300 Kilometer Auto gefahren. Das waren 3 oder 4 Positionen, also war auch in Bayern unterwegs und dazwischen sehr, sehr große Stücke Auto zu fahren. Leute, ich krieg's nicht hin. Wir gucken gerade mal rein hier in die Liste. War das denn die letzte Woche? Ne, wo sind wir? Hier. Da war ja noch Dings da, ne? Genau, Coburg war mal gewesen, Elsenfeld. Ja. Sowas in der Richtung, ne? In dem Bereich waren wir unterwegs gewesen. Da habe ich aber nicht gefilmt, weil das sich momentan arbeitstechnisch sehr, sehr aufbläht und ich wirklich meine Freizeit nach der Arbeit wirklich auf ein Minimum zusammenschrumpft gerade. Das ist wirklich ein bisschen erschreckend auch für mich, ne? Weil dann komme ich ins Hotel, dann habe ich immer noch Nacharbeiten zu machen, dann wird Video geschnitten und so weiter. Es ist keine Zeit mehr, noch irgendetwas zu unternehmen. Das ist aber nur eine Phase gerade, die wird natürlich auch vorbeigehen. Ja, und so wird es auch dieses Wochenende sein. Wochenende, schön wär's, haben wir gerade vorbei, Montag früh haben wir. Ja, dass ich auf jeden Fall auf dieser Tour auch wahrscheinlich kaum Zeit haben werde, euch irgendetwas von der Gegend zu zeigen, wo ich bin. Wir werden jetzt erstmal nach Deggendorf fahren, das liegt noch hinter Regensburg. Danach geht es dann zurück nach Regensburg. Ich habe es auch gerade schon mal mit Pilot Frank mich so ein bisschen kurz geschlossen, denn der Weg führt uns auf jeden Fall bei Pilot Frank vorbei. Zeitlich leider kein Treffen einzufädeln. Auch er ist extrem stark eingespannt. Grüße gehen raus, mein lieber Frank. Ja, und jetzt stehen wir gerade. Das ist richtig frustrierend. Auf der A3 im Stau. Ne? Google sagt hier 1 Stunde 15 plus. Ah, Leute, das ist richtig frustrierend. Ne? Und es geht und geht nicht voran. Ich hätte vorhin die Chance gehabt, die Autobahn zu verlassen, irgendwie so ein Stück Umgehung zu fahren. Da war aber auch absolutes Chaos gewesen. Da denke ich, ja, leck mich doch am Arsch. Fahre ich wieder zurück auf die 3. Und jetzt Stommer, hey. Ja, Leute, so sieht das aus. Ja, so habe ich so ein bisschen Zeit hier, auch die Kommentare von euch zu lesen, die unter dem aktuellen Kölnfahrt Ultramarsch Video sich befinden. Da freue ich mich auch riesig. Das kommt so gut an, das Video, und ich bekomme da so tolle, liebe, motivierende Rückmeldungen. Das hätte ich so in der Form nicht erwartet von dem Video. Das freut mich riesig, dass ihr da mir auch so viel positive Rückmeldung gebt. Ja, wie gesagt, jetzt ob der 3 unterwegs. Ja, jetzt haben wir noch 478 zermürbende Kilometer hier, 5 Stunden 14, 130 haben wir schon hinter uns, kurz vor Frankfurt sind wir jetzt. Ja, Leute, jeder kennt das. Stau ist absolute Nervenprobe. Ne, früher als Kinder, wir erinnern uns, wenn wir da im Stau gestanden hatten, irgendwann waren die ganzen Spiele, die man mit Eltern und so weiter gespielt hatte, auch mal aufgebraucht und es staute sich so eine richtige Atmosphäre an, wo alle noch gereizt und genervt waren. Und wenn man so alleine im Auto ist, dann geht das Ganze noch so. Ne? Ich merke das dann aber auch irgendwann, dass das Sitzen anstrengend wird. Da muss ich hier so mal hoch. Jetzt geht es wieder so ein bisschen flüssiger hier gerade. Aber da hinten staut es sich schon wieder. Ja, dann lassen wir uns einfach überraschen hier, was hier auf dieser Tour zustande kommt. Wenn nichts, dann wird das Material einfach verworfen. Aber da ihr das ja jetzt seht, habe ich mich entschieden, es zu veröffentlichen. Also freue ich mich auf jeden Fall wieder sehr, dass ihr dabei seid. Weiter geht's. So, ihr Lieben, und damit herzlich willkommen in Deggendorf, beziehungsweise, also Kreis Deggendorf könnte das sein. Obwohl, die haben sie alle wieder REG auf dem Kennzeichen. Ich habe mich eben auch ein bisschen verfahren, da habe ich unter einem Tunnel die Abfahrt nicht bekommen und werde jetzt so ein bisschen außen rum geleitet. Aber wir müssen irgendwie nach Deggendorf, Kennzeichen DEG. Habe ich in Köln auch schon das öftere Mal gesehen und da dachte ich immer, eine DEG erinnert mich immer an hier Taschenrechner, Degree, also DEG, Rad und Grad, wobei DEG für Degree steht, Rad für Bogenmaß und Grad für Neugrad. Das heißt, da hat der Kreisumfang 400 Grad anstatt 460 Grad. Ja, jetzt waren wir gerade beim Norma, haben so eine Kleinigkeit eingekauft, das erste Frühstück heute. Wir sind tatsächlich, muss ich jetzt mal gerade am Tacho gucken hier. Warte mal, geht das bald mal an? Oh Leute, was ist hier los?
Ja, knapp 600 Kilometer sind wir jetzt gefahren, 595, 7 Stunden nonstop unterwegs. Und ich bin jetzt das erste Mal ausgestiegen, bisschen Beine vertreten, tut auch gut. Habe gerade nochmal nachgetankt. Hier ist direkt gegenüber so eine ganz kleine, niedliche Aral-Tankstelle, so wie man sie noch von früher kennt. So Zapfsäulen, die sind so brusthoch mit diesen laufenden, ja, mit diesen Analog-Digital-Anzeigen, wo diese Plättchen sich immer umschlagen und an der Seite so ein Pin, der hochsteht, da hält man den Tankrüssel dann dran. Ja, hätte ich gerne gefilmt, aber als ich dann fuhr noch direkt 5 andere Autos mit dabei und da das sehr eng war und sehr familiär, konnte ich ja leider nicht filmen. Schade. War auf jeden Fall eine sehr schöne alte, wie heißt das? Vintage. So eine Vintage-Tankstelle, würde ich mal sagen. Ja, jetzt dann hier auf jeden Fall kurzes Päuschen, bevor es dann final auf die letzten, komm schon, auf die letzten 18 Kilometer geht, dann sind wir so um 2:30 beim Kunden, dann wird noch ein bisschen gearbeitet und dann fahren wir nach Deggendorf in das Hotel. Ja, hier auf jeden Fall auch schon tiefstes Bayern, ne? Man wird auch mit Pfirti und so begrüßt. Grüß Gott sagt man hier, glaube ich, nicht. Und dieses Pfirti, ich glaube, dieses Di oder Ti, was am Ende dran hängt, das bedeutet dich, sowas wie grüß dich, glaube ich. Weil der Plural wäre dann führt euch oder so sagen die ja dann. Ich dachte früher, das wäre Pfirti, so ein Wort mit Ti, aber es ist ein Di, behaupte ich. Wenn ihr es besser wisst, bitte ich um Aufklärung im Kommentarbereich. Ja, jetzt haben wir uns hier erstmal so ein, haben wir hier geholt, das Beste von Norma. Das letzte Schinken-Käse-Croissant aus der Selbstbedienungstheke. Mega. Ja, Megamarsch ist ja auch vorbei. Vergangenen Samstag, also vorgestern, da habe ich wieder so Blasen gelaufen. Also der Bondi 7, das ist und bleibt ein Megaschuh. Aber man steckt einfach nicht drin. Man macht darin 1000 Kilometer blasenfrei. Irgendwann fällt dem Schuh ein, ach, da mache ich jetzt mal eine Druckstelle. Der braucht jetzt eine Blase, der Bengel. Unfassbar. Das ging auf dem Kölnfahrt los. Jetzt auf dem Megamarsch auch die rechte Ferse. Eine ziemlich große Blase habe ich auch schon aufgeschnitten. Ich blende es jetzt nicht ein. Die sifft auch noch ziemlich. Blankes Fleisch kommt da raus. Kennen wir alle. Finde ich ziemlich ärgerlich. Und so werde ich jetzt wahrscheinlich dann nochmal den anderen Hoka einlaufen. Den mit dem dicken Stollenprofil. Den habe ich ja bisher nur einmal auf einer Probetour angehabt durch Köln. Und jetzt da ist es ja auch so langsam. Ja, noch immer Hochsommer. Aber ich denke jetzt schon an den Herbst, ne? Wenn man dann dieses dicke Stollenprofil braucht. Und dann bis dahin könnte ich den Schuh dann mal so ein bisschen einlaufen. Aber jetzt haben wir hier erst noch den alten, wie heißt er, Mizuno Wave Sky war es, glaube ich, genau. Der hat mir auch schon fiese Blasen gemacht, aber der geht momentan, weil die Druckstellen halt woanders sitzen und nicht an der Ferse. Deswegen kann ich mit dem gerade sehr gut laufen. Also immer wichtig, auch so ein bisschen austauschen zu können, ein bisschen switchen zu können im Schuhwerk, auch wenn man da einen Traumschuh hat. Aber auch der, wie man sieht, kann dann schon mal nach hinten losgehen oder eben Sparränzchen machen. Spirenzchen, Sparränzchen, weiß ich ja nicht. Ist auch real. Wir sehen uns gleich wieder nach Feierabend. So, herzlich willkommen nach Feierabend hier im Hotel Burgwirt. 7:15 in der, am Abend mittlerweile. Zimmer Nummer 9, zweite Etage. Ohne Aufzug haben wir uns hier gerade hochgestohlen. Nebenan läuft ein Cola-Automat. Ja, ist natürlich Bier drin, wie es sich für Bayern gehört. Sehr gut. So. Leute, guckt euch das an. Ah, so ein richtiges, schönes, uriges, bisschen konservatives Zimmer in einem bayerischen Hotel. Leute, mega. So. Seid ihr auch so ein Abschließtyp im Hotel? Schlüssel rein. Abschließen, man kann ja nie wissen. Ich habe nämlich schon erlebt, dass sich Leute im Zimmer vertan haben und die machen, drücken dann die Klinke runter. Das passiert schon mal. Wenn man da nicht abgeschlossen hat, kann das leicht unangenehm oder peinlich werden, je nachdem, ne? Genau, ja, was soll ich sagen? Ich bin ziemlich fertig, muss ich wirklich sagen. 19:15 Uhr mittlerweile, wie gesagt. Ja, hier wäre auch ein, oh, geil, sowas. Und dann kann man noch aufs Dach hoch. Guck mal, da ist eine Leiter. Da gucken wir uns vielleicht im Dunkeln nochmal an. Ne? So im Hellen würde man natürlich kein Aufsehen erregen. Aber so eine Feuerfluchtleiter, geil. So, was haben wir hier noch zu sehen?
Oh, Telefon haben wir auch, Fernsehen. Oh, die Dame sagte, WLAN war kaputt gewesen. Müssen wir gucken, ob das funktioniert, weil das brauchen wir hier dringend, sonst können wir gleich nicht arbeiten. So, lassen wir hier mal eingeschaltet. So, WLAN. Gut, das sollte mal suchen. Und wichtig natürlich auch, das ist wie so eine kleine Wohnung, ne? Hier ist so ein Flur, Badezimmer, großzügiges Schlafzimmer. Und ein begehbarer Kleiderschrank, sicher jetzt erst. Hier kann man sich richtig reinstellen hier. Mega. Nach der Decke, falls es kalt wird. Aber die Plymouth hier. Oh, richtige Federbetten, geil. Hier gibt es auch diese Bettenfüllung, das ist so eine Synthetikzeug, was so federt. Aber das hier ist schon, ja, super. Leute, kann man nichts sagen. So, jetzt gucken wir mal hier nach dem WLAN. Herrlich. Hotel Burgwirt. Habe ich Burgwart eben gesagt? Kann das sein? So, muss man mal gucken hier. Ah ja, WLAN. Den QR-Code scannen. Ich scanne hier ja nichts. Oder geben Sie folgendes Passwort ein. Verbinden. Ja, Leute, viel wird hier heute auf jeden Fall nicht mehr passieren. Es hat auch eben, boah, mächtig geregnet. Da hinten auch schon wieder. Da kommt ein richtig harter Regenguss runter. Geht wahrscheinlich über die Kamera wieder unter. Da hinten kann man es aber sehen. Da regnet gerade richtig was ab. Und da wir eh genug zu tun haben und es auch schon spät ist und ich ziemlich ungültiges Passwort, ja, leck mich doch. Ah, jetzt zeigt er das hier noch nicht mal an. Super, so ein iPhone, fantastisch. Schlimm. Burg 4 minus 4, geringe Sicherheit, hier wird ja immer besser. Läuft. Ja, damit würde ich sagen, ist der heutige Tag auch schon beendet. Morgen wird es weniger spät werden nach Feierabend. Dann hoffe ich, dass das Wetter etwas besser ist. Dann würden wir uns hier so ein kleines bisschen die Umgebung anschauen. Und so sage ich, ja, wir sehen uns morgen wieder nach Feierabend oder vielleicht auch währenddessen zwischendurch, wie auch immer. Wir lassen uns einfach überraschen. Aber für heute sage ich auf jeden Fall schon mal gute Nacht. Uhr, herzlich willkommen zurück bei schönstem Sommerwetter. Es ist angenehm warm, es geht ein leichter Wind. Im Hintergrund noch das Hotel Burghof? Burgwart? Burgwirt. Burgwirt, glaube ich, genau. Da kann man auch die Feuertreppe sehen, über die ich noch nicht rübergeklettert bin. Aber wenn ich sehe, ja gut, die führt nach oben und dann würde ich dann in die Fenster von den Nachbarn schauen. Also hat sich das hiermit auch erledigt. Abenteuerfeuertreppe abgehakt. Ja, jetzt Feierabend, ziemlich lang gearbeitet heute. Und jetzt gehen wir mal nach Deggendorf, denn wir sind hier nämlich, also das gehört hier zu Deggendorf, aber Deggendorf selber ist so, das ist wie Köln und Porz, so kann man das vergleichen. Da, wo wir hier sind, gehört zu Deggendorf, war vielleicht vor 100 Jahren mal so ein eigenes Dörfchen, wurde dann eingemeindet. Ja, bayerische Landesidylle hier. Auf jeden Fall gehen wir da jetzt eigentlich einfach nur zum Edeka-Markt, ein bisschen was zum Abendessen einkaufen. Etwa 5 Kilometer. Ob wir da alles sehen werden, weiß ich nicht. Dafür sind wir ja auch hier, Format nach Feierabend. Weiter geht's. So, und dann laufen wir als nächstes auch schon über die A3 drüber hinweg. Wir sind auch hier relativ nah bei Passau dran und da vorne könnt ihr vielleicht diese Bergkette erkennen. Das müsste, wenn ich richtig gesehen habe, der Naturpark Bayerischer Wald sein. Naja, auf jeden Fall, dahinter beginnt dann auch schon bald Tschechien. Aber da werden wir es nicht hinschaffen. Wir werden morgen sogar wieder schon Richtung Heimat fahren, sprich nach Regensburg. Das ist schon ein ganzes Stück weiter weg hier vom Bayerischen Wald und so weiter. Ja, auf jeden Fall landschaftlich schon mal was ganz anderes hier als bei uns zu Hause, ne? Berge und so weiter. Ich dachte erst, das wären die, wie heißen sie jetzt? Die Alpen gewesen. Die sind aber ein ganzes Stück weiter rechts. Das konnte ich auf Google Maps alles wunderbar erkennen. So kann man sich täuschen. Weiter geht's. Wunderbar, da laufen wir jetzt über ein kleines Highlight. Diese Brücke hier habe ich nämlich gesehen, als ich gestern angereist bin mit dem Auto. Hier linke Hand haben wir dann, ich glaube, müsste eine Eisenbahnbrücke sein. Und hier, wo wir jetzt drüber laufen, eben so eine Fußgängerbrücke, die hier über die Donau führt. Leider habe ich hier gerade kein Internetempfang, sodass ich euch nichts über diese Brücke erzählen kann, außer dass sie 2013 gebaut wurde, weil das eben zu Beginn da im Beton eingegossen stand. Das sind diese rechteckigen Täfelchen 2013. Das ist ja auch schon 9 Jahre.
9 Jahre schon alt. Ja, das Holz sieht auch entsprechend aus, aber noch heldet. Ne? Die Holzplanken hier schon ein bisschen verwittert, aber ein paar Jährchen machen die noch. Die Stahlkonstruktion sowieso. Ja, jetzt eben hier über die Donau. Ne? Die ist auch schon ein bisschen verzweigt hier so. Gibt es immer so kleine Inselchen in der Donau. Ich war einmal an der Donau gewesen, zum Shiva Moon Festival 2004, 2007. Boah, irgendwo in Ungarn war das. Leute, ist das lange her. Das letzte Shiva Moon Festival. Ja, da habe ich dann auch in der Donau gesessen. Da war ich noch so richtig dick und übergewichtig. Ich kann da gerade mal eine Szene einblenden. Ich weiß nicht, ob ich sie schon mal eingeblendet habe, aber ich denke, es ist ein ziemlich harter Kontrast. Auf jeden Fall, weil wir da ja eben auf Goa Festival waren und ich mich da in der Donau so schön erfrischt hatte, haben wir das Ding dann Shine Ganges genannt, ne? In Anspielung auf Goa, Indien, Ganges und so weiter. Ja, das so nebenbei. Ja, hier auch ein wunderbarer Ausblick rüber. Das müsste die A93 sein, die Brücke. Wenn mich alles täuscht, da so ein kleiner Badestand, kann man auch sehr schön sitzen. Und ja, jetzt geht es hier eben weiter rüber nach Deggendorf zum Edeka-Markt. Oh Leute, guck mal hier auch, wunderbarer Ausblick, Weitblick, klasse. Ja, wie die Donau da unten dahin strömt, na, auch so, hat so etwa das gleiche Grün wie die Mosel, wunderbar. Ja, auf jeden Fall Rewe-Markt in Deggendorf war ich gestern schon gewesen. Der hat mich überhaupt nicht überzeugt. Deswegen probieren wir heute mal den Edeka-Markt aus. Da werden wir auch, denke ich, ganz gut beraten sein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch gleich beim Edeka wieder. Herzlich willkommen zurück. Einkauf ist geglückt. Dieser Edeka-Markt war auch ein Reinfall gewesen. Das war früher mal ja, so ein ganz runtergerocktes Ding und da haben sie irgendwie einen Edeka noch reingequetscht. Also war auch da wirklich überhaupt nicht schön drin. Das, was ich bekommen wollte, habe ich auch nicht bekommen. Dafür aber ein Duschgel. Leute, ein Duschgel, bei dessen Duft ich mich direkt 10 oder sogar 15 Jahre jünger fühle. Gucken wir uns gleich im Zimmer an. Und jetzt sind wir gerade mal hier. Deggendorf Downtown, rechts eine Kirche, links eine Kirche. Gucken wir uns die rechte mal an. Ja, damit herzlich willkommen bei der Patrona Bavariae. Bavariae, das ist lateinisch. Ne? Die Lateiner hatten übrigens kein U. Anstatt U haben die V geschrieben und das führt nicht zur Verwirrung, sondern je nach Kontext ist klar, ob es als U oder V gelesen wird. Und so heißt es hier eben Bavariae. Was ist das? Das ist auf jeden Fall Plural, AE, Femininum. Femininum Nominativ ist A und Plural wäre AE, also Ä. So, jetzt müssen wir auf den Seiteneingang benutzen. Benutzen, sagt man hier. Ist auch relativ selten, dass man das noch hört. Ist eine alte Ausdrucksweise. Ja, hier auch altes Gemäuer von der Kirche. Ein Stützfuß. Wo benutzen wir jetzt den? Da ist der Seiteneingang. Dann gehen wir doch mal da hoch. Oh, da ist schon der Kirchturm. So, sieht das hier aus, Leute. Guckt mal. Schön Kirche. Ja, gerade ein bisschen abgeschweifen mit Latein. Ne? Leute, ich habe von der 7. bis zur 10. Klasse Latein gehabt. Es war die Pest gewesen. Ne? Wir konnten wählen, Französisch oder Latein. Ich habe mich da auf jeden Fall für Latein entschieden. Eram, eras, erat, eramus, eratus, errant. Sum es est, sumus est is sund. Ne, so deklinieren, konjugieren. Puellam, puella, puellas, puellarum, puell. Ach, weiß ich was. Oh, jetzt gehen wir auch in die Kirche rein. Sonnenbrille abziehen. Es läuft ein Gottesdienst. Leute, eine sehr, sehr schmuckvolle Kirche, schöne Orgelmusik. Ich finde das auch immer so ja, fast schon ergreifend, wenn so richtig laute Orgelmusik mit diesen tiefen, durchdringenden Tönen alles zum Vibrieren bringt. Das war jetzt ja, ganz nett, aber nicht so, wo diese richtigen Bässe durch die ganze Kirche dröhnen. Aber muss ja auch nicht sein. Ja, scheint hier irgendeine Feier zu sein. Wir haben Dienstagabend. Die Kirche ist gut besucht, ist halt ein normaler Gottesdienst. Ja, und jetzt haben wir auch schon bald 20 vor 8. Wir treten also wieder den Heimweg an. Wir haben es etwa 6 Kilometer schon zu Fuß zurückgelegt.
Na, wir haben auf jeden Fall noch einiges zu tun auch, ne? Jetzt hat er seine Zigaretten hier liegen lassen, der eben saß. Ja, hat er gut gemacht. Rauchen ist schlecht. Weiter geht's. So, dann sind wir hier auf so einer kleinen Theresienwiese, sage ich mal, ein bisschen im Spaß. Ja, auf jeden Fall, hier sind wir eben schon mal gewesen. Da vorne ist jetzt das Parkhaus. Guten Abend. Und hier vorne steht ein Trinkbrunnen, den habe ich eben schon mal ausprobiert. Der war da aber total warm gewesen. Richtig von der Sonne aufgeheizt. Wahrscheinlich hier wegen diesem Bronzerohr, das ist auch richtig warm. Ja, Leute, das bringt keine Erfrischung, das Wasser. Ich probiere es nochmal. Ja, lecker, geht ganz klar anders. Schön sieht's aus. Ne? Da unten fließt das Wasser raus, spült schön die Zigarettenkippen weg und verschwindet da im Abfluss. So muss das sein. Weiter geht's. So, herzlich willkommen zurück in Natternberg. So heißt der Ort, wo mein Hotel ist. Das gehört zu Deggendorf, zur Stadt Deggendorf. Ja, auf jeden Fall fiel mir gerade siedend heiß ein in dem Video, Nachwortvideo zum Kölnfahrt Ultramarsch, weil ich hier im Hotel noch den Abspann gedreht hatte. Leute, ich habe den Christian und den Bernd vergessen, da mit zu erwähnen. Ne? Das tut mir richtig leid, weil die beiden sind ja auch extra zu mir gekommen, um mich da so ein bisschen zu unterstützen, ein paar Meter. Und ja, deswegen hier an dieser Stelle auch der Christian und der Bernd. Die beiden haben natürlich auch einen Baustein dazu getan, dass ich diesen Marsch schaffen konnte. Und auch das war eine gelungene Abwechslung. Ne? Wenn man so ein paar nette Worte wechselt mit Leuten, die auch sehr frisch noch unterwegs sind. Ne? Ich hatte da schon die erste Nacht hinter mir gehabt, früh morgens, und dachte erst, da kommen mir zwei Sportler oder Jogger entgegen. Aber nein, das waren der Christian und der Bernd. Hatte ich mich auch riesig drüber gefreut, auch wenn es nur ein paar hundert Meter oder ein Kilometer waren, wo wir zusammengegangen sind. Das hat auf jeden Fall auch nochmal frischen Wind in die ganze Sache reingebracht. Vielen Dank an euch beide. Grüße gehen nochmal raus. Und es tut mir richtig leid, dass ich das eben im Nachwortvideo vergessen hatte. Ich bin so oft durchgegangen. Wen willst du dann noch einbauen? Wer war mit auf der Strecke? Und hin und her. Ihr habt auch gemerkt, da war ein Cut drin gewesen. Da habe ich dann noch den Thorsten mit eingebaut und so weiter. Ne? Aber gut, wer viel arbeitet, macht viel Fehler. Das ist ein Zitat von Bernd. Der hat es mir nicht so krumm genommen. Ich finde es trotzdem unangenehm, habe das damit ausgebügelt. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns gleich im Hotelzimmer wieder. Und das ist gar nicht mehr weit. Nur noch die Straße darauf bis in die Kurve und dann sind wir schon da. Uhr 30, 11,1 Kilometer zu Fuß zurückgelegt. Herzlich willkommen zurück im Hotel. Ja, jetzt haben wir hier noch, hatte ich ja eben gesprochen, von diesem Duschgel, was mich immer so 10 Jahre jünger fühlt, also wo ich mich 10 Jahre jünger fühle, wenn ich es rieche. Und zwar ist das Axe Excite. Weil das ist so ein wunderbares Zeug. Wahnsinn. Das ist der Duft, als ich damals die 50 Kilo abgenommen hatte und meine jetzige Freundin in mein Leben getreten ist. Zu diesem Zeitpunkt habe ich auch dieses Duschgel erstmalig benutzt. Und immer wenn ich das rieche, katapultiert mich das in die damalige Zeit. Ne? Neues Leben hat begonnen, neue Freundin, es begann ein völlig neuer Lebensabschnitt. Und das ist halt so unzertrennbar mit diesem Duft verknüpft. Und das ist toll, ne? Gerüche haben wir sowieso, finde ich, eine der stärksten Sinneseindrücke, die man haben kann, neben dem Sehen. Ne? Also Gerüche, die lassen da ein Feuerwerk an Gefühlen und Erinnerungen wieder hochkommen, einfach wunderbar. Habt ihr bestimmt auch sowas, ne? Bestimmte Gerüche, was ihr mit verbindet, könnt ihr mal schreiben. Vielleicht habt ihr auch interessante Geschichten dazu. Ja, und das Zweite, was ich auch mal feiere, gerade beim Edeka geholt hier, diese, was ist das, Fössflower Juicy Plus Balance Rote Früchte Echinacea. Ich finde so rote Früchtegetränke, das ist auch so die maximale Erfrischung und ein Geschenk des Himmels. Prost! Wow, wunderbar! Ja, und damit würde ich sagen, ist der heutige Tag auch schon wieder vorbei. Ich habe jetzt hier noch wieder am Computer zu arbeiten, dusche mich jetzt 10 Jahre jünger. Damit würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder nach Feierabend. 12.35 Uhr, herzlich willkommen an Tag 3 der aktuellen nach Feierabend-Odyssee. Wir befinden uns gerade auf der A3. Auf der A3? Die 92 liegt schon hinter uns. Also, Deggendorf haben wir verlassen. Wir fahren auf der 3 Richtung Regensburg. Und Leute, was soll ich sagen? Diese Elefantenrennen, LKW, überholen mit einer Relativgeschwindigkeit von 1,5 km/h. Sie schießen aneinander vorbei.
Es ist so nervtötend. Es ist so unfassbar nervtötend. Dann denke ich immer so an die Zeit zurück, als ich selber noch LKW gefahren bin. Ich kenne das Gefühl, sitzt im LKW und du schließt halt ständig auf den Vordermann auf, lässt sich wieder zurückfallen, schließt auf. Und das sind manchmal nur 2 oder 3 km/h Unterschied, aber im LKW ist das auch extrem nervtötend. Und wenn man keine automatische, Ultraschall-Abstandshaltung oder was die neuen LKW alle haben, wenn du das nicht hast und auch kein Tempomat vielleicht, so wie unsere alten Hunde damals, dann ist das wirklich Stress. Ne? Du musst ständig gucken, Abstand halten und so weiter. Und dann willst du halt irgendwann einfach überholen, um einfach weiter flüssig dahin fahren zu können, ohne ständig da Abstände zu halten und so weiter. Ich kann die Jungs verstehen, aber im Auto ist das Ganze dann doch nochmal eine Nummer ätzender, vor allen Dingen, wenn sehr viele LKW unterwegs sind und du kommst teilweise wirklich nicht schneller als mit 100 km/h voran. Da könnt ihr mal was schreiben. Es ist ja hin und wieder, glaube ich, so ein LKW-Überholverbot im Gespräch, ein generelles. Ne? Streckenweise ist das ja schon sehr häufig so, aber so ein generelles Verbot ist ja auch hin und wieder im Gespräch. Was haltet ihr davon? Befürwortet ihr das? Seid ihr dagegen? Ne? Denn auch LKW haben ein Recht zu überholen. Denn dann ist ja ein Problem zum Beispiel. Es gibt Stellen auf Autobahnen, da ist zum Beispiel eine Steigung auf der 3 bei Frankfurt oder vorher lässt die 3, geht da bergauf und da fallen manche LKW zurück auf bis zu 40 oder manchmal 30 km/h, wenn die richtig schwer beladen sind und nur schwach motorisiert sind. Ja, und dann sollen die LKW hinter denen auch bremsen müssen, obwohl sie überholen könnten. Ne? Das ist, glaube ich, das Problem bei diesem generellen Überholverbot, dass solche Stellen dann schwierig sind, dass man das auch bedenken müsste. Also, ne, wie man macht, macht man verkehrt. Wir fahren auf jeden Fall weiter Richtung Tegernheim. Von da aus dann ins Hotel, ich glaube in Regensburg. Ich hoffe, es ist in Regensburg, ich habe mir nicht weiter angeschaut. Ich gucke mal nur, wo muss ich arbeiten, wo ist das nächste Hotel. Und ob das wirklich in Regensburg ist, sehen wir später. Wir lassen uns überraschen. Weiter geht's. So ihr Lieben, herzlich willkommen in der 3. Etage ohne Aufzug im Hotel Dream in Tegernheim. Laufen mit Koffer und der Tablet und so weiter anstrengend. Also, was haben wir hier? Zimmer 308, da lang müssen wir. Ja, da muss mittlerweile kurz nach 17 Uhr. Feierabend ist erreicht, eigentlich. Dazu später mehr. So, 308, jetzt muss ich hier dann drücken. 881. Warum geht das nicht? Ach, erstmal on. Ah, jetzt. 8, 8, 1, 7, 7, 9. Und wahrscheinlich nochmal Enter, ne? Oder? Ne, dieses andere. Ach, Leute. 8, 8, 1. 7, 7, 9. Das machen wir jetzt auch in Echtzeit hier, ne? Hier, wie heißt denn dieser Knopf hier? Türschloss drehen. Achso. Was für ein Knopf? Nein, einfach Türschloss drehen. Ja, dann kuddern. In die gute Stube. So. Boah, mir fällt der Arm hier ab. Ja, so muss das sein. Ein ganz einfaches, simples Zimmer, ohne Schnickschnack. Ein Bett, ein Fernseher, den wir nicht brauchen, ein Scheißhaus. Läuft. Was steht hier? Nimm dir Zeit zum Träumen, es ist der Weg zu den Sternen. Oh, ganz tiefe Philosophie hier. Ja, guck mal direkt mal raus. Was haben wir hier? Ein Blick auf eine Mauer. Sowas finde ich immer geil. Hotel und du guckst auf eine Mauer. Finde ich mega sowas, ne? Gut, ein bisschen weiter rüber geht's aber. Da haben wir die Autobahn, glaube ich. Zumindest eine stark befahrene Straße. Ja. Klo gucken wir uns gerade auch noch an. Ah, Leute. Herrlich hier. So. Ja, das sieht doch gut aus. Handtücher, Dusche, Spiegel. Oh, was für ein Spiegel, sicher, jetzt erst. Läuft. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt, wie gehabt, immer noch hier jede Menge Papierkram zu tun. Das werde ich jetzt auch erledigen, weil ich habe keine Lust, es heute noch von mir herzuschieben. Und wer sich in der Region auskennt, weiß, dass Tegernheim noch nicht Regensburg ist. Ne? Ich wusste selber nicht, weil ich gebucht hatte. Auf jeden Fall.
Natürlich müssen die Lärm machen. Aber es ist so unverschämt laut, diese Krankenwagen. Da gehen ja die Ohren fliegen. Ne? Gut, auf jeden Fall jetzt hier erstmal wieder noch arbeiten. Und danach sehen wir uns wieder. Denn ich habe auf dem Hinweg hierher etwas sehr, sehr Interessantes gesehen. Und das gucken wir uns dann an. Ich hoffe, dass es nicht allzu weit weg ist zu Fuß. Aber wir sind ja auch nicht fußkrank. Also wir sehen uns später wieder. Herzlich willkommen zurück. Mittlerweile haben wir es 10 vor 19 Uhr. Es ist doch sehr viel später geworden als erhofft. Und so sitze ich jetzt im Auto, um das eben angesprochene Ziel jetzt mit dem Auto anzusteuern. Denn ich habe tatsächlich nicht beliebig viel Zeit, wie jeder andere natürlich auch. Ja, dazu kommt, dass ich auch noch ein Video zu schneiden habe. Und zwar den Megamarsch. Den habe ich gerade mal angefangen. Und jetzt kommendes Wochenende steht schon die nächste Tour wieder an. Das nach Feierabend-Video muss geschnitten werden. Und ja, ganz ehrlich, irgendwann ist wieder der Punkt erreicht, wenn sich zu viel Videomaterial anstaut, das macht mich nervös. Dann habe ich auch den Kopf nicht frei für irgendwie laufen zu gehen. Dann muss erstmal geschnitten werden, Arbeit abarbeiten, um dann sich wieder frisch mit neuer Energie neuen Projekten zu widmen. Aber so nutzen wir die Zeit jetzt hier, die kurze Zeit, die wir haben, und fahren mit dem Auto nach Valhalla. Das habe ich auf dem Hinweg gesehen. Ne? Da denke ich, oh, das sieht aber interessant aus. Das ist so eine, ich weiß gar nicht, was das ist. Das sah aus wie so ein Tempel von Weitem. Und dann schauen wir uns einfach mal an. Das sind jetzt gerade mal 5 Kilometer. Zu Fuß wären es irgendwie 4 Kilometer gewesen. Aber da wären wir auch nicht vor 21:30 zurück gewesen. Dann noch duschen und Video schneiden. Das wird mir alles zu viel. Ne? Und so fahre auch ich manchmal mit dem Auto, um etwas zu erledigen, weil es einfach schneller geht. Wisst ihr Bescheid? Weiter geht's. So, liebe Leute, dann herzlich willkommen hier auf dieser Empore, wo dieses Valhalla steht. Und ich muss sagen, seit diesem Siebengebirgswahnsinn bin ich natürlich auch extrem sensibilisiert und sehe jetzt hier eben ein Schild, auf dem steht, ich habe es ja eingeblendet, dass man hier nicht für gewerbliche Zwecke filmen darf. Diese Aufnahmen hier gehe ich jetzt davon aus, dass es in Ordnung ist, aber es geht da wahrscheinlich primär um das Gebäude Valhalla. Ja, das ist so, ja, sieht von weitem aus wie so eine griechische, aus der griechischen Mythologie oder sowas. Und das diente ursprünglich oder diente dazu, eben Leute zu ehren. Hallo, guten Abend. Und ja, die Aussicht, wunderbar. Leute, es tut mir leid. Ich kann es nicht mit reinnehmen. Ich würde liebend gerne die Kamera drehen und euch das zeigen, aber es funktioniert nicht. Ne? Für gewerbliche Zwecke muss man da eben eine Genehmigung einholen und die Zeit haben wir nicht. Aber trotzdem nehme ich euch hier so ein bisschen mit und versuche das Ganze ein bisschen zu beschreiben. Das sind sehr viele Säulen, ne? Etwa 7-8 Meter hoch und im Hintergrund dann ein wunderbarer Ausblick über, ja, über Bayern, ne? Großraum Regensburg. Man kann da auch drauf gehen, das kann ich so ein bisschen drehen. Hier ist so eine Rampe, ne? Wahrscheinlich damit auch Rollstuhlfahrer oder andere gehbehinderte Menschen da hoch können. Und da sehe ich auch schon viele andere Leute, die auf dem Valhalla da rumturnen, sage ich mal. Naja, Bayern barrierefrei steht auch dran, sehr gut. Ja, wenn wir dann hier rüberblicken, ah, Leute, sieht das geil aus. Ich würde so gerne die Kamera für euch drehen. Ich kann sie mal so weit drehen, dass man vielleicht hier, das müsste die Donau sein, da kann man erst den Rand von der Donau vielleicht sehen. Leute, wunderbar. Ja, ich werde noch so ein bisschen rumlaufen und ein paar Eindrücke sammeln. Kamera bleibt jetzt leider aus, ne? Wisst ihr Bescheid, wir sehen uns später wieder. Ja, damit herzlich willkommen von unten von Valhalla. Hier kann man jetzt wieder filmen. Durch die Bäume kann man es sehen. Für euch wahrscheinlich leider immer noch verwehrt. Ja, ganz ehrlich, ohne diesen Siebengebirgsterror wäre ich an diesem Schild auch einfach so vorbeigegangen. Da registriert man halt so Symbole, Ballspielen verboten, Achtung, Absturzgefahr und solche Sachen. Aber diesen ganzen Text liest doch keiner. Jetzt mal ernsthaft, Hand auf die Brust, ne? Hand aufs Herz, oder wie sagt man? Ja, ich habe es mir tatsächlich durchgelesen komplett und deswegen ist mir auch aufgefallen, dass da eben gewerbliches Filmen verboten ist. Ne? Hätte ich nie gesehen, wäre mir nie auf den Sinn gekommen, dass so etwas frei zugängliches, so ein Monument, ne, was ja für die Allgemeinheit da ist, dass man da nicht filmen darf, zumindest gewerblich. Wer weiß, wo das noch überall gilt und man weiß es ja nicht. Dann würde ich sagen, ja, haben wir auch schon wieder ziemlich spät jetzt. Oh, da hinten ist noch eine Burg. Also wer sich hier so ein bisschen auskennt, ne? Wir sind jetzt hier, ich weiß gar nicht, wie der Ort heißt.
Auf jeden Fall Valhalla, dieses Monument. Dann kommt noch eine Burg. Dann kommt Tegernheim. Und dann kommt das andere. Regensburg. Regensburg, genau. Da habe ich mir überlegt, nee, das erzähle ich gleich. Jetzt geht es erstmal wieder zurück ins Hotel. Herzlich willkommen zurück. Nein, es ist noch nicht Abend. Ich habe nur die Jalousien runtergemacht, weil die Sonne da so reinknallt. Ich dachte gerade, mich trifft der Schlag hier. Ne? Durch diese schmale Spalte zwischen Hauswand und Himmel kommt die so richtig reingeknallt, die Sonne hier, und heizt den Raum hier auf. Naja, auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, in Regensburg, das hätte ich mir gerne angeschaut, aber ich hätte da gerne einen Guide dabei. Deswegen dann die Frage an euch, gibt es jemanden von euch Zuschauern, der in Regensburg wohnt und vielleicht Lust hat, mir nächstes Mal ein bisschen die Stadt zu zeigen, ähnlich wie damals mit dem Stefan in Stuttgart. Ne? Jemand, der ortskundig ist und dann einfach mal vielleicht so eine Runde plant, 20, 25 Kilometer, und dabei so die wichtigsten Hotspots von Regensburg einplant. Also könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben, auch gerne über Instagram, da, dass wir da zusammenkommen. Und das nächste Mal in Regensburg, ich weiß nicht, wann es sein wird. Das kann in 3 Wochen sein, vielleicht aber auch erst in 3 Monaten. Ich werde aber wiederkommen, das steht so viel auf jeden Fall fest. Also schreibt mir, wenn ihr Bock habt, mich da so ein bisschen rumzuführen und eine schöne Tour zu unternehmen. Ja, mein Weg führt mich jetzt erstmal in die Dusche, wieder duschen. Denn Leute, der Aufstieg bei Valhalla, das hat wirklich richtig reingehauen. Ne? Schweißgebadet stand ich da oben und da waren auch sehr viele Leute da oben. Das fand ich klasse. Die haben sich da mit Decken auf diese sehr hohen Stufen gesetzt. Es war teilweise über 1 Meter hoch, diese großen Stufen. Dann saßen die da, haben auf die Donau geschaut, Flasche Wein dabei, erzählt, was die essen, was die trunken. Das war eine richtig schöne, angenehme, sommerliche Stimmung da. Und ja, das so viel zu da noch. So viel dazu noch. Mein Weg führt mich jetzt ins Badezimmer und dann an den Computer endlich dieses Megamarsch-Video schneiden, dass das auch mal vorangeht. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder nach Feierabend. Herzlich willkommen zurück. Regensburg bei Regen, auch mal was Schönes. Ja, auf jeden Fall, Regensburg sind wir schon lange wieder raus. Wir sind jetzt im Kreis Regensburg und treten jetzt schon wieder die Heimfahrt an. Die Arbeit ist erledigt. Da habe ich heute mal einen Trick angewendet. Und zwar habe ich dann auf Google Maps auf dem Handy mein Navigationsziel zu Hause eingegeben und habe so lange gearbeitet, bis die Ankunftszeit 17.30 Uhr vermeldet wurde. Ja, das war so mein Dings, wo ich sagte, so 17.30 Uhr, es wird hier alles fallen gelassen, ab nach Hause. Muss ich ja nicht übertreiben. Ne? Jetzt liegen nämlich noch 500 zermürbende Kilometer Autobahnfahrt vor uns. Wir fahren jetzt hier gerade auf die 3 Richtung Nürnberg und da bleiben wir dann erstmal straight bis Köln. Ja, aber auf so einer langen Strecke passieren kann, weiß man nie. Es kann immer noch Staus passieren, Unfälle, irgendwelche unvorhergesehenen Naturkatastrophen, die dazu führen, dass man Umwege fahren muss. Deswegen passt das so ganz gut. 20 vor 12 haben wir jetzt und können damit beruhigt den Heimweg antreten. Ja, kurzer Ausblick aufs nächste Video. Das wird dann eben sein, die Fortsetzung oder ja doch, der Q&A-Marsch Teil 2, der letztes Mal mangels SD-Kartenspeicher abgebrochen werden musste. Da geht es dann auf eine 80-Kilometer-Tour auf einen Campingplatz. Der Dominik hat da was Schönes geplant. Morgen werde ich dann noch hinfahren, meine Sachen vorbeibringen, um dann am Samstag in aller Frühe nur mit einem ganz schmalen Marschgepäck loszuziehen. Q&A, und das Ganze gipfelt dann in einer schönen Nacht auf einem Campingplatz. Freue ich mich schon sehr drauf und somit darf ich mich dann bei euch an dieser Stelle verabschieden mit den Worten: Geht raus, bewegt euch, ihr wisst Bescheid, madet gut und tschüss.